einig, wir greifen mit aller Härte durch. Im Gegenteil. Was Sie mit Ihrer Bulldozer-Methode angerichtet haben, das sieht man ja gerade. Jetzt ist Feingefühl gefragt. Schwachsinn. Also übernehme ich. Natürlich halte ich Sie auf dem Laufenden. Aber bis dahin halten Sie sich raus. Das hättest du wohl gern. Ansgar von Landstein hier. Ja, genau der. Schön, dann werden Sie sich auch daran erinnern, dass Sie mir noch einen Gefallen schuldig sind, Herr König. Ist irgendwas Schlimmes passiert? Hast du deshalb vorhin meinen Anruf verkettet? Ja. Ach nein, das ist nur Tristan war da. Ach Gott, kein Wunder, dass du so fertig bist. Mich hat er den ganzen Morgen nur angegiftet. Nein, er hat sich bei mir entschuldigt. Für alles. Was? Und das hat er ernst gemeint? Tristan glaubt, dass ich genauso unglücklich in dich verliebt bin wie er. Und weil ich es noch immer nicht geschafft habe, ihm endlich die Wahrheit zu sagen. Rebecca, lass uns damit noch warten, nur weil er sich jetzt einmal bei dir entschuldigt hat. Ich glaube, er ist wirklich runter von seinem Rachetrip. Trotzdem, wir sollten warten, bitte. Ich lüge ihn die ganze Zeit an. Ich weiß, wie hart das für dich ist. Tristan hat sich doch nur beruhigt, weil er denkt, dass zwischen uns nichts läuft. Denk doch mal drüber nach, was passiert, wenn er erfährt, dass wir ein Paar sind. Gerade mal die Einnahmen von heute überschlagen. Und? Wir haben jetzt schon mehr in der Kasse als gestern und vorgestern zusammen. Und die Tage waren auch nicht schlecht. Hast du dich gar nicht? Doch, doch. Aber ich bin dennoch der Meinung, dass du die Schule nicht so einfach hinschmeißen solltest. Bitte nicht. Meine Entscheidung steht. Kim, du kannst nächstes Jahr noch genug hier arbeiten. Das ist betriebswirtschaftlich gesehen totaler Quatsch. Es läuft gerade so gut und wer weiß, wie es im nächsten Jahr ist. Man soll die Welle surfen, wenn sie kommt. Da hast du recht. Hat dich Ansgar auf mich angesetzt? Sehe ich so aus, als würde ich mich von dem auf irgendetwas ansetzen lassen? Du bist doch hier, um mich zu bequatschen. Hi. Ich bin hier, um euch ein Angebot zu machen. Ich sehe doch, was euch dieser Laden bedeutet. Und deswegen finde ich es ganz schön arrogant von Ansgar, das einfach so wegzuwischen. Kim, ich finde es auch richtig, dass du sagst, man muss eine Sache mit Herzblut angehen. Aber Herzblut heißt für mich nicht Vollzeitkellner. Siehst du mal so. Wenn du die Wahl hättest, beides ganz entspannt unter einen Hut zu kriegen, also Barno und dann Abi, würdest du dann auch nur eine Sekunde daran verschwenden, nicht zur Schule zu gehen? Würde sie nicht. Kim, ich sehe das auch so. Und deswegen habe ich mir überlegt, die Investition hier ein wenig aufzustocken. Damit ihr eine Teilzeitkraft einstellen könnt. Ich bin nicht käuflich, Papa. Willst du mich jetzt beleidigen? Also ich sehe das als eine sehr gute Investition. In eine offenbar sehr erfolgreiche Bar. Und in die Zukunft meiner Tochter. Willst du über dieses Angebot nachdenken? Du weißt, das ist die beste Lösung. Hm? Schlägst du ein? Deal? Deal. Ich bringe das schon mal zum Baden, ja? Ja, ich hol noch schnell was zu trinken. Thank you.
nicht von mir, mein Schatz. Du solltest erst mal deine Mutter auf so einem Board sehen. Ich sag dir, Balance ist alles. Oh, oh. Papa, hast du mich was vergessen? Was denn? Naja, bezahlen. Ich meine, nur weil du dich ein bisschen eingekauft hast, ja, heißt es ja nicht, dass du dich durchschmarrn kannst. Du kommst ja nie auf den grünen Zweig. Oh. Ich glaube, es wird Zeit, dass du in die Schule kommst. Sonst habe ich hier nie Chance, eine Kohle auf Haus zu bekommen. Muss ich mir das mit dem Abi nochmal überlegen? Nein. Bist du ganz nass? Oh, da muss wohl eine Sicherung rausgeflogen sein. Was wollen die denn hier? Sind Sie hier Sanchez? Ja. König, Gewerbeaufsichtsamt Düsseldorf. Hiermit stelle ich Ihnen ordnungsgemäß und vor Zeugen den Bescheid über die Aufhebung Ihrer Schanklizenz zu. Bitte schön. Das verstehe ich nicht ganz. Was meinen Sie mit Aufhebung? Das heißt, dass ich Ihnen die Betriebserlaubnis entziehe. Machen Sie den Laden dicht. Sofort.